Also, mein Name ist Paul Kahlfeld und ich bin in der Funktion in der Bauakademie, bin ich im Vorstand der Internationalen Bauakademie, ist ja ein Verein, und ich bin der Schatzmeister. Also, ich muss Geld auftreiben. Okay, vielleicht können wir davon ausgehen, dass es schon wieder steht. Ja. Und man steht davor, vielleicht wo die Statuen da sind. Können Sie vielleicht kurz mal beschreiben, was jemand sieht? Er sieht ein Gebäude aus Backstein, was 46 Meter lang ist und 21 Meter hoch ist. Und innen drin befindet sich die Internationale Bauakademie Berlin. Und er findet einen Gebäudekomplex, der errichtet ist auf der Grundlage der Pläne von Carl Friedrich Schinkel. Warum hat dann Schinkel das ursprünglich gebaut und ich meine sogar im obersten Stockwerk gewohnt? Er hat nicht im obersten Stockwerk gewohnt, er hat im dritten Stock Okay. gewohnt. Im obersten Stockwerk war die Baudeputation, also heute würde man sagen, die Genehmigungsbehörde des preußischen Staates. Er selbst hat in einer bescheidenen 800 Quadratmeter Wohnung im dritten Obergeschoss gewohnt und ist dort auch gestorben. Er hat dort ein Jahr im Koma gelegen und ist dort gestorben, also in dem Gebäude. Und seine Familie hat noch bis Ende des 18. Jahrhunderts dort drin gelebt, also seine Frau und Töchter, und die sind sehr spät ausgezogen. Sorry, wie war nochmal jetzt die Also, ich Anfangsfrage? meine, es ist ja ein bisschen ungewöhnlich, dass er die Bauakademie in sein eigenes Privatresidenz zu bleiben. Nee, das war nicht Bremen, das war im Grunde genommen ja ein gutes Modell für, ich sage jetzt mal, Qualitätssicherung und Architektur. Ne? Der König hat gesagt, ich nehme einen guten Architekt, und dieser Architekt ist Leiter der Baudeputation. Und alles, was der Staat baut, alles, was er macht, wird auf einem hohen Qualitätsniveau betrieben. Und damit der Architekt, anders als heute sind wir ein Wirtschaftsunternehmen. Wir können nicht als Architekten so lange arbeiten an einem Projekt, bis wir der Meinung sind, es ist wirklich gut, weil wir müssen Mitarbeiter bezahlen, wir müssen Miete bezahlen, wir müssen gucken, dass wir die Familie ernährt bekommen. Und da hat der preußische Staat gesagt, eben dieses Beamtentum, ja, ich entlaste dich von diesen privaten Problemen, ja, und wenn der Staat oder der König was Gutes bauen will, also vom Hühnerstall bis zur Bauakademie, baust Architekt Schinkel, du dieses. Und wir versorgen deine Familie, du brauchst dir um deine Familie keine Gedanken machen, du kriegst ein regelmäßiges Einkommen, du darfst in einem Gebäude, was dem Staat gehört, wohnen. Und damit bist du dieser Sorge los, Bauen als ein wirtschaftliches Problem zu betrachten. Das ist wunderbar. Das ist heute das Problem, dass es das nicht mehr gibt. Okay. Aber welche Funktion hatte dieses Akademie sowieso Die ursprünglich? Bauakademie heißt so, Bauakademie wurde 1798 gegründet. Schinkel war auch eher ein Schüler, einer der ersten Schüler der Bauakademie. Und er hat dann hat den König davon überzeugt, dass die Bauakademie ein sogenanntes exemplarisches Gebäude hat, an dem man gute Architektur erkennt und an dem man gute Architektur erklären kann. Es ist also auch mein Bildungsideal ist es, jungen Menschen nicht an Fehlern zu zeigen, wie man es nicht macht, sondern an Gebäuden zu zeigen, wie man es macht. Und das war auch das Ziel sowohl des Gebäudes, also der Wirtschaft, der Industrie, dem Handwerk, den Architekten, den Ingenieuren, der Bevölkerung zu zeigen, was gute Architektur ist, was Architektur als solches ist. Und innen drin war die Genehmigungsbehörde des preußischen Staates. Schinkel hat die Pläne der Kollegen bekommen und musste sie genehmigen. Und wenn ihm das nicht an Qualität ausreicht, hat er es durchgestrichen und hat gesagt, es wird nicht genehmigt. Und es hat es dem Architekten gegeben und hat gesagt, geh noch mal nach Hause und plane um. Und in im zweiten Geschoss wurden die Kollegen ausgebildet. Dort wurden die Architekten ausgebildet. Das ist der Ursprungsort der deutschen, europäischen Architekturausbildung, eben der Qualitätssicherung. Weil die Bauakademie ist gegründet worden von Gilli, also als der Leitfigur, neben vielen anderen auch, also die Personen, die da auch davor stehen, Thiers und Beuth, um zu verhindern, dass, wenn der preußische Staat baut, schlecht gebaut wird.
da gibt es richtig Gründungsmanifeste, da haben die gesagt, wenn wir aufs Land fahren, ja, und fahren über Straßen, Brücken und so weiter, ist es alles schlecht. Es fällt zusammen, sieht hässlich aus, ist grauenhaft gebaut. Und deshalb haben sie gesagt, man muss die Leute schulen. Das gab es ja bis dahin nicht, bis ins 18. Jahrhundert. Und hat gesagt, wir müssen die Qualität, weil das kostet den preußischen Staat sehr viel Geld, wenn eine Brücke zusammenfällt und eben auch, dass es eine Qualität hat. Und deshalb kümmerte sich dann der preußische Staat um das gesamte Baugeschehen, kulturell und wirtschaftlich. Und die Leute dafür wurden in der Bauakademie ausgebildet. Das war praktisch die Keimzelle der Architektenausbildung. Und generalistisch, anders als es heute ist, wenn dort jemand von der Bauakademie kam, konnte er Brücken bauen, er wusste etwas von Fundamenten, er konnte es berechnen, er konnte all die Aufgaben, die heute spezialisiert sind, in lauter kleine Einzelspezialitäten und der eine nicht weiß, was der andere macht und deshalb also die Baukultur sich seit dem 18. Jahrhundert wirklich nicht deutlich verbessert hat, war der Ansatz der Bauakademie, dieses dort zu machen. Und im ersten Obergeschoss waren Ausstellungen für die Bevölkerung. Dort konnte man sich gute Architektur und die haben gesammelt Zeichnungen, die sie nach Griechenland gefahren haben, Fragmente gekauft. Es war ein Architekturmuseum. Dort wurden also sowohl Architekten ausgebildet, als auch die Bevölkerung hatte die Möglichkeit, sich Architektur anzugucken. Und dann haben wir es auch. Und dann, weil der preußische Staat schon immer wirtschaftlich gehaushaltet hat oder versucht hat, wirtschaftlich zu haushalten, waren im Erdgeschoss Läden. Die waren vermietet, damit der preußische Staat aus diesem Gebäude auch Mieteinnahmen hat, um den Betrieb des Gebäudes zu ermöglichen. Und genau das, was ich Ihnen jetzt geschildert habe, außer dass wir dort Wohnungen drin bauen für Architekten, wird auch wieder in der Bauakademie stattfinden, wenn das Haus steht. Okay, gut, dann erstmal eine zweite Frage. Und die erste, was ich auch dann dran gedacht habe, also ich meine, das Gebäude, wenn man es betrachtet, weil Sie haben geschildert, die Reisen in Antike, ist natürlich ganz anders, als was Schinkel vorher gebaut hatte. Nein, meinen Sie nicht? Nein, das habe ich im Kopf geschüttelt. Es ist eine lange Geschichte, muss man sagen. Und ich weiß nicht, ob dieses Interview hier ausreicht. Das Bauen von Gebäuden in sichtbarem Backstein hat in Preußen eine Tradition, die ins 11. Jahrhundert zurückgeht. Mit der Besiedlung Preußens beginnt das Bauen in sichtbarem Backstein. Und das beginnt 1100 noch etwas. Und dort kommen auch die Formen der Bauakademie her. Das sind sehr archaische, immer gültige Formen, die Schinkel dort genommen hat. Die kommen einmal aus der Tradition der preußischen Baugeschichte, also der Backsteinarchitektur, die Backsteingotik. Die kommt aus Italien, der Verehrung Schinkels auch in der italienischen Backsteinarchitektur. Und muss man dann auch davon benennen, der islamischen Backsteinarchitektur. Viele Formen, viele Gestaltungsprinzipien, die an der Bauakademie waren, sind archaische, aus der Logik des Backsteinmaterials herauskommende Gestaltungselemente, die bis ins 4. vorchristliche Jahrhundert nachweislich rückzuverfolgen sind. Und das erste Gebäude, was Schinkel gebaut hat in Berlin, ist die Neue Wache. Unter den Linden kennen viele nur die vier Säulen, die da vorne stehen, und den Raum innen drin. Ich empfehle immer allen, einmal um die Ecke zu gehen, und in der Seitenwand ist alles aus sichtbarem Backstein. Nur weil kein Geld da war. Ja. Und das war eben der Anspruch, den Schinkel auch hatte, der auch richtig ist. Ein Nutzgebäude, ein nützliches Gebäude muss sehr akkurat und präzise gemacht werden und darf nicht mit Schlemme die Fehler verdeckt werden. Und deshalb war es ein großer Anspruch, sowohl die Bauindustrie dazu zu bewegen, Backsteine herzustellen, die man verwenden kann und sichtbar lassen kann. Deshalb ist Beuth und Thea, also die in dem Schinkel, das sind nochmal wieder die Personen, die da vorstellen, die haben die deutsche Industrienormung eingeführt. Die haben gesagt, wir müssen Qualitätsstandards bringen, dass jeder Backstein gleich groß ist, dass es Anforderungen gibt an die Haltbarkeit des Backsteins, damit man Gebäude machen kann, die einen langfristig stehen und nicht der Putz wieder abblättert, weil er schlecht aufgebracht ist und dann
blättert der Putz ab und dahinter kommt schlechtes Mauerwerk zum Vorschein. Und dieses war neben dem Einsparungsaspekt auch ein intellektueller Aspekt, den sichtbaren Backstein wieder, sagen wir mal, zu seiner Ehre zu bringen, weil wenn Sie um Berlin heraus spazieren gehen, sehen Sie bei jedem wunderbaren Dorf die Häuser, die am Anger stehen, an der Straße stehen, wo die Leute gewohnt haben, sind verputzt und mit Stuck und mit alles Mögliche dran geklebt. Und wenn man dann in den Hof geht, sind die Gewerbegebäude immer in Klinker. Man hat sie nicht verputzt. Aber dann lassen Sie uns nochmal schauen. Ich muss ein bisschen weiter bohren. Ja, ja, bohren Sie. Ich versuche es halt. Aber die Fenster zum Beispiel, die Fenstergröße ist ganz anders als was damals gewohnt war, nicht wegen der neuen Funktion. Jetzt in der Bauakademie jetzt. Genau, ja, ja, in England, ja, diese neue Fabrikwelt, ja, die da so kam. Und sagen wir, dieses Klinkerbau sieht gar nicht wie Athen an der Spree, wie wir alle das Schenkel zuschreiben. Naja, doch, muss man schon sagen. Erstens, Schinkels Reise nach England hat ihn sehr frustriert. Er hat einmal den Impuls gemerkt des industriellen Bauens, des vorfabrizierten Bauens, die Möglichkeiten, die da drin stecken. Und er hat auch geschrieben, welche Banalität dort entsteht. Und wenn man sich die frühen englischen Industriebauten anguckt, sind sie, und das hat er sehr ausführlich beschrieben, wird heute gerne vergessen, hat er sich sehr ausführlich dazu geäußert, dass zur Architektur mehr gehört, als eine Funktion zu erfüllen und eine Konstruktion zu errichten, die nur stehen bleibt und damit automatisch Architektur entsteht. Gibt es schöne Zeichnungen von ihm aus England, wie er diese Fabrikgebäude zeigt, die nichts anderes sind als eine Zweckerfüllung, wo irgendwelche Eisenstützen stehen, Klinker wörtlich sagt er, und solange wir das Architektonische und das Historische vergessen, entsteht nichts. So, und das hat ihn beschäftigt, dass eben dieses Material, was Preußen hat keinen Naturstein, hat nichts. Wir haben nur Sand, Wasser und manchmal schönes Wetter. So. Und daher ist Backstein ein Element, womit man hier ehrlich, in Anführungsstrichelchen, und richtig bauen kann. Und dann, wenn man die Bauakademie so und Vergleichsbauten aus der Zeit, die in England stehen, die Schinkel sich angeguckt hat, kommen aus der Logik des Materials Formen zustande, die nur im Klinker möglich sind. Und das ist die richtige, ich sage jetzt mal, Haltung diesem Stein. Das ist ein Nutzbau. Und dann hat er gesagt, dann gibt es nochmal die Erhöhung, wenn es kein Nutzbau, sondern Kulturbauten sind, dann sind sie mit Sandstein verkleidet oder mit Putz, der so aussieht, als wäre er in Sandstein gemacht. Und deshalb gibt es bei den Schinkelbauten immer eine ganz klare Hierarchie. Und dieses Gebäude ist ein, in Anführungsstrichelchen, hochwertiger Nutzbau. Und es trotzdem, weil es ein autonomes Gebäude ist, es ist der Schinkelsche Städtebau, es ist ein quadratisches Gebäude, es ist keine Stadtarchitektur, wie man sie bei den Römern schon gemacht hat, sondern die Ensemblebildung autonomer Gebäude, wie man sie in Athen bis heute sehen kann, wenn man die Agora anguckt. Jedes Gebäude als sich ist ein Meisterwerk und das Ensemble der Meisterwerke macht die Stadt. Und anders als in vielen anderen Architekturfassungen kann alles kaputt gehen, wenn nur eins noch stehen bleibt, es bleibt ein Meisterwerk stehen, ne? Und nicht ein Fragment. Und das ist bei Schinkel genau das Gleiche gewesen. Wenn Sie vor dem Glaseingang des Auswärtigen Amtes stehen, ja, und schauen über die Straße, ich stand auf der rechts, also wir stellen uns vor, es ist noch gebaut, jetzt wieder aufgerichtet worden, und links ist die Friedebergische Kirche. Was ist anders an der Kirche als an den an der Friedrich-Wernerschen Kirche ist großer Unterschied, dass es kein, im klassischen Sinne kein Funktionsbau ist, sondern eine Kirche, also eine noch stärkere mystisch-kulturelle Aufgabe hat, eine Kirche. Und dann ist es die Auseinandersetzung Schinkels dort mit einem anderen Konstruktionsprinzip, mit dem gotischen Konstruktionsprinzip. Und der Versuch, das gotische Konstruktionsprinzip wieder
ich sag mal, aufleben zu lassen, entstehen zu lassen und dieses in die Berliner Bautradition zu integrieren. Und das ist der große Unterschied. Die Friedrich-Werdersche Kirche ist mehr, sage ich jetzt mal, der europäischen Linie der Baugeschichte geschuldet, ja, obwohl es eben auch nur eine Anpassung an das 19. Jahrhundert ist, der Gotik. Das ist nicht die englische Neogotik, schon die preußische Neogotik, aber schon auf einer höheren Qualität. Und die Bauakademie ist ein Musterbeispiel für einen Versuch, aus der Industrialisierung des Bauens einen kulturellen Nutzen zu ziehen. Was heißt das? Aber was können Sie beschreiben für den einfachen Mensch, der wie ich? Es gibt keine einfachen Menschen, also ein Mensch sind gleich. Aber Gotik, okay, ist Gotik, aber was heißt das denn? Was kann man dann sehen, was Gotik ist? Oder oh, das ist jetzt ja, das ist vielleicht ein bisschen. Gotisch ist einfach ein Konstruktionsprinzip der Spitzbögen. Also jetzt, ich versuche es, also ganz schnell zu sagen, es ist einfach, damit Stützen lastfrei gehalten werden und keinen Schub bekommen. Ja, also das gotische Prinzip ist ein reines Konstruktionsprinzip, dass man Räume überspannt. Und aus der Überspannung der Räume entsteht keine Schublast für tragende Bauteile. Das ist die Gotik. Man versucht eben die Außenwände so transparent und nicht tragend wie möglich zu machen. Und da ist die Voraussetzung, dass die Außenwand keine Masse hat. Also um die Last der Decke auf die Außenwand zu machen. Deshalb gibt es riesig große Verglasungen in der französischen Gotik, in der deutschen Gotik, damit der Innenraum, das Göttliche, Licht durchflutet ist und weil Licht eben das Zeichen des Göttlichen ist und dieses eben in dem Raum wirkt. Das ist das gotische Prinzip. Bei der Bauakademie ist das andere Prinzip, ist das Gewölbeprinzip, ist in Anführungsstrichen das römisch-griechische Prinzip. Dort wird die Last anders abgetragen und dazu braucht man dicke Außenwände, wie das Pantheon in Rom, Masse. Also das Gewicht, vielleicht, wie soll man es erklären, das Gewicht, was etwas wegdrücken will, muss genauso viel Kraft haben wie das, was wegdrücken will, muss man dem entgegenstellen, damit es ein Gleichgewicht gibt. Und deshalb ist nach diesem Prinzip dicke Außenwände, massive Außenwände notwendig, kleine Fenster. Und das sind die beiden Konstruktionsprinzipien, die dort wunderbar gehen, nebeneinander stehen. Ich habe eine letzte Frage zu der Bauakademie. Und dann würde ich gerne die letzten paar Minütchen hier mit Schinkel und seiner Bedeutung für Berlin, warum das so ist. Und ich versuche das halt so auf die Spitze zu treiben, diese nächste Frage, wie ich kann. Die Bauakademie, die gibt es nicht mehr, die ist komplett weg. Ja, ja, weil nicht ganz, aber ja. Mhm. Die DDR hat das abgerissen, vielleicht können Sie auch sagen, warum. Und das neue Gebäude, was da entsteht, ich würde die These aufstellen, ist es bloß Disneyland. Ein Wiederaufbau, wie die Kommandantur, die nichts anderes bedeutet als, ich konnte als ich die Bauakademie in Amerika aufbauen. Ja. Naja, das ist ein ganz hochkomplexes Thema. Erstens, was ist schlecht an Disneyland? Das ist schon mal eine Frage, warum ist Disneyland schlecht? Disneyland wird immer negativ betrachtet, ja, aber es ist eines der größten Publikumserfolge, die es gibt. Und warum ist etwas schlecht, wenn etwas Erfolg hat? Das mögen wir Intellektuellen so sehr. Ja. Alles, was die Bevölkerung gut findet, finden wir Intellektuellen schlecht. Und deshalb ist Disneyland schlecht, weil die Leute das gut finden. Das ist eine andere Frage. Also, die Kommandantur ist ein gescheitertes Projekt, weil es ein paar Kriterien nicht erfüllt, die die Bauakademie erfüllt. Die Kommandantur war, als sie errichtet worden ist, kein Stück Architektur. Es war ein mehrfach umgebautes, normales Gebäude, an dem kein Architekt gearbeitet hat. Es war ein Gebäude, was da stand und dann irgendwann wohnte da der Kommandant, weil man dort ja nach Berlin reinging. Also der Polizeipräsident, der wohnte dann, dann war das zu klein, wurde aufgestockt, dann kam irgendwann Maurermeister und hat das Ding irgendwie verkleidet und dann kam da noch irgendwie, keine Ahnung was drauf, und dann hat jemand da Adler raufgestellt und so weiter. Und es gibt nicht mal Pläne von diesem Gebäude, es gibt nur Fotos. So, und dann hat man, das ist eher Disneyland, hat man gesagt, wir nehmen eine Postkarte von Berlin und dieses Bild finden wir schön, ja.
Und das bauen wir wieder auf. Und dann hat man die Postkarte genommen, und dann gibt es intelligente Menschen, also intelligentere als mich, die dann an dieser Postkarte genau die Tiefen erkennen können und machen im Computer alle möglichen Spielereien und wissen dann, wie groß dieses Gebäude war und machen es nach. Das ist wie Disneyland, dort wird Schloss Neuschwanstein auch nachgebaut. So. Und dann findet man einen netten Architekt, und von der Valentin, der das gemacht hat, wirklich ein netter Architekt. Das ist aber leider gescheitert, dieses Projekt. Auch ein Bertelsmann Architekt ist immer so gut wie der Bauherr. Es ist nur noch eine Hülle innen, und innen drin ist eine andere Welt, und die Welt ist schlecht, muss man sagen. Das ist so eine modische Welt der Medien, wie man sich vorstellt, was Moderne sein soll. Und da es von der Rückseite kein Foto gibt, hat man gesagt, Architekt, hinten kannst du machen, was du willst. So, und dann, und spätestens da wird es dann wirklich desaströs. Und das sind große Unterschiede eben, die zur Bauakademie liegen. So, in der Bauakademie muss man jetzt Folgendes sagen, es ist eines der Inkunabeln der Architektur, wie der Barcelona-Pavillon von Mies van der Rohe auch wieder aufgebaut, weil er so wichtig ist. Wie es im 20. Jahrhundert vielleicht 3-4 Gebäude gibt, gibt es im 19. Jahrhundert 3-4 Gebäude, die für dieses Verständnis von Architektur von großer Bedeutung sind. Da zählt die Bauakademie dazu. Also ist es erstmal Punkt 1, warum es unterschiedlich ist. Punkt 2 ist, es gibt von Schinkel für die Bauakademie alle Pläne. Man kann in das geheime preußische Staatsarchiv gehen. Es gibt noch die Baugenehmigung. Das ist eine interessante Diskussion, die wir in Berlin führen. Brauchen wir eigentlich noch mal eine Baugenehmigung? Weil es gibt ja eine Baugenehmigung von 1829. Und es gibt die Pläne von Schinkel. Wir nehmen die gleichen Pläne, reichen sie wieder ein. Und da, wo schon der Stempel drauf ist, der preußischen Baudeputation, macht Frau Dubrau noch mal den Stempel hin und sagt, baut es wieder auf. So. Also, um es jetzt zu vergleichen, das ist ein Vergleich, der immer ein bisschen hinkt, streite ich immer schön. Auch heute führen wir Beethovens 9. Sinfonie wieder auf. Ja, und nur weil Beethoven tot ist und wir nicht mehr in den Kleidern des 18. Jahrhunderts rumlaufen, das nicht mehr in Räumen des 18. oder 19. Jahrhunderts aufführen und wir auch nicht mehr auf den Instrumenten spielen, die Beethovens Zeit hatte, führen wir Beethovens 9. Sinfonie auch immer wieder auf. Wir nehmen die Noten von Beethoven und Sir Simon Rattle spielt es. Ja, es gibt dann Nuancen, es ist mal etwas schneller, etwas dynamischer oder was auch immer. Aber nur weil der arme Beethoven auch schon tot ist, wäre es doch ein großer Verlust, wenn wir Beethoven nicht mehr hören würden. So. Warum soll man also nicht die Noten von Schinkel nehmen und sagen, wir führen dieses nochmal auf, weil es so schön ist und so wichtig war. So. Warum nicht? Wir haben alles. Wir wissen ganz genau, wie es war. Bis auf einige Details, aber wir wissen auch bei manchen Details von Beethoven nicht, wie die Geschwindigkeit einiger oder so. Das sind die Interpretationen von Sir Simon Rattle, und eben, er ist ein guter Dirigent, oder die Berliner Philharmoniker und wie auch viele andere sind gute Orchester, ne? Und die führen das wieder auf und geben in Nuancen eine Interpretation. Das müssen wir bei der Bauakademie auch machen. Ne? Zum Beispiel müssen wir einen Behindertenaufzug einbauen etc. pp. Das sind Nuancen, aber wir führen eine Sinfonie wieder auf eines großen Komponisten. Die Kommandantur, ja, ist eine folkloristische Schuhplattlertruppe aus dem 16. Jahrhundert irgendwas. Ja, da ist irgendwie Volksmusik, ja, und da kommt eben wieder jetzt die Volksmusikgruppe aus Kirchheim-Teck, ja, sprich Bertelsmann, und macht wieder Rambazamba. Ja? Und nicht jedes Geräusch ist Musik. Ja? So. Und das ist Geräusch, und Beethoven ist Musik, und die Kommandantur ist Geräusch, und Schinkel ist Musik. So, und das führen wir wieder auf. Der letzte Aspekt, der von entscheidender Bedeutung ist: Die Bauakademie ist das erste komplett industriell gefertigte Gebäude. Es ist kein künstlerisches Gebäude. Es gibt keinen Baukünstler, der sich hingestellt hat, pick, 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 pick gemacht hat und eine Skulptur gemacht hat und die wird da oben raufgestellt, sondern sämtliche Formen, sämtliche Konstruktionsprinzipien sind industriell hergestellt. Sie sind also vervielfältigbar. Das, was Beuth wollte, das, was Schinkel wollte, dass, wenn in Deutschland gebaut wird und man hat einen schlechten Architekten, dann soll er doch wenigstens zu einer Firma gehen, die gute Teile herstellt, damit das Gebäude gut wird. Und deshalb ist die Bauakademie ein Exempel
wenn ein Architekt für eine Firma etwas entwirft, dem war das Feilner, also diese Backsteinornamente, Formen, werden sie industriell hergestellt. Sie werden vervielfältigt, sie sind keine Einzelstücke mehr. Und aus dieser industriell hergestellten einzelnen Teil, was unendlich oft hergestellt werden kann, macht der Architekt dann Architektur. Und es ist kein handwerkliches Stück mehr, sondern ein industriell herstellbares. Und das, was die deutsche und die internationale Industrie 1830 bauen konnte, können wir heute auch noch oder wieder. Oder wir arbeiten daran, dass wir das können. Und das ist auch die Intention, die wir Architekten haben, dass man sagt, auch das ist genau das Gleiche, ist es heute. Ne? Die Qualität des Bauens ist heute genauso schlecht, gut wie im 19., 18., 17. Jahrhundert. Und wir haben die gleichen Aufgaben als Architekten, einer Bevölkerung, einer Bauherrschaft, einer Bauindustrie klarzumachen, was eigentlich die kulturelle Bedeutung von Architektur ist. Und da das sich nicht geändert hat, sich auch nicht wirklich ändern wird und kein Unterschied ist zwischen 1798 und 2005, kann man das auch wieder aufführen, Schinkels Neunte. Das war ein sehr schönes Gespräch auf diesen Ton. Meine Frage ist aus, aber vielleicht noch letzte Frage. Mhm. Weil Schinkel so bedeutend ist, auch für diesen Rundgang, den wir Leute ja. unter den Linden und dann auch dem Museum zurück. Man steht vor seiner Statur. Was ist, ich weiß es nicht, kann man sie so ausführlich machen, aber was ist die Bedeutung Schinkel für Berlin? Schinkel ist einer der bedeutenden Baumeister Berlin. Es steht in einer Tradition von großen Baumeistern, die Berlin geprägt haben. Er ist insofern sehr bedeutend, weil er der erste wirklich, sagen wir mal, vom König eingesetzte Architekt war, der das Stadtbild massiv verändert hat im frühen 19. Jahrhundert als, und das wird immer wieder vergessen, als eine politische Demonstration Preußens, also Preußen ist ja nach dem Sieg gegen Napoleon zu einer der führenden Machtstrukturen in Europa auferstanden. Und deshalb suchte Preußen eben auch im Städtebau ein Bild, um die politische Bedeutung zu demonstrieren. Und dort ist eben das preußische Königshaus dann einen Architekten genommen, der dann auch diese wirtschaftliche Macht, kulturelle Macht und politische Macht demonstrieren sollte und damit Schinkel massiv in das gesamte städtebauliche Bild eingegriffen hat, was Berlin bis dato geprägt hat. Im Barock entstand das Zeughaus mal da, mal ein bisschen da was, ein bisschen da was. Und Schinkel ist der Erste, der die Stadt Berlin in einem größeren Zusammenhang betrachtet hat. Und auch natürlich in der politischen Situation der französischen Kriege Preußens, also der Befreiungskriege Preußens gegen die französische Besetzung, aber auch wiederum darf man auch nicht vergessen, dass die französische Revolution stattgefunden hat, die Industrialisierung stattgefunden hat oder man mittendrin war und ein anderes Bild von Gesellschaft entstand, das aufgeklärte Bürgertum entsteht. Es gibt nicht mehr den barocken absoluten Herrscher, sondern Gesellschaft ist etwas, es gibt zwar den König und es gibt die Kirche, aber es gibt auch das Bürgertum. Ne? Und deshalb sind diese Bauten so von entscheidender Bedeutung, die Schinkel gemacht hat, dass das Bürgertum auf einmal ausbildet, ja, in der Bauakademie, dass wir Kunst zeigen. Ne? Die Schinkel baut für die Sammlung des Königs ein Schatzhaus, das ist das Zweite. Das Erste war das British Museum, das Zweite ist die Schinkelsche Alte Museum auf der Welt, wo die Königshäuser ihre Schatzhäuser öffnen und der Bevölkerung, dem Bürger zeigen, was man hat, um ihn zu bilden, um ihn kulturell auszubilden. Und diese ganzen Elemente baut Schinkel für Berlin und sie stehen heute noch. Und deshalb ist er jetzt, sagen wir mal, so eine Art Urvater in einem Paradigmenwechsel der Architektur und der Architektur als Bestandteil der Kultur durch die industrielle Revolution, durch die französische Revolution. Und da ist Schinkel, sage ich jetzt mal so, einer von vielen. Wir als Bauakademie sind kein Schinkel-Gedächtnisverein. Er ist bedeutend, aber nach Schinkel kommen dann auch wiederum ganz andere bedeutende Architekten, die mindestens gleichrangig sind. Alfred Messel dann 100 Jahre später, Mies van der Rohe. Und im Augenblick warten wir wieder auf einen Architekten oder eine Architektin. Damals gab es den Berufsstand für das weibliche Geschlecht leider noch nicht. Heute ist es ja glücklicherweise so.
Und wie immer gibt es in jedem Jahrhundert, wenn man so schön sagt, gibt es eine prägende Figur. Schinkel war das 19. Jahrhundert für Berlin, Mies war das 20. Jahrhundert für Berlin. Und jetzt warten wir mal ab, was im 21. Jahrhundert passiert.